Um Sinus, Cosinus und Tangenswerte ohne Taschenrechner zu bestimmen, hilft wieder der Einheitskreis. Wir wissen bereits, dass der Sinuswert die y-Position und der Cosinuswert die x-Position eines Punktes auf dem Kreis beschreibt. Als Beispiel beginnen wir mit einem Punkt, der beim Winkel 60 Grad liegt. Zur Erinnerung, der Winkel wird von der positiven x-Achse ausgehend im Gegenuhrzeigersinn gemessen. Der Sinuswert entspricht dem y-Wert des Punktes. Und die Länge dieser orangenen Linie messen wir mit dem Geodreieck ab. Wir erhalten einen Wert knapp über 1,7. Achtung, weil der Maßstab unseres Kreises 2 zu 1 ist. Das heißt, die 1 ist bei 2 cm. Müssen wir diesen Wert noch halbieren und erhalten etwa 0,85. Für den Cosinuswert gehen wir ebenso vor. Der Cosinuswert ist der Abschnitt auf der x-Achse. Dieser ist genau einen Zentimeter lang wegen des Maßstabs. Erhalten wir also für den Cosinus von 60 Grad den Wert 0,5. Eine Überprüfung mit dem Taschenrechner bestätigt diese Werte. Als nächstes bestimmen wir den Sinus- und Cosinuswert für 160 Grad und zeichnen zunächst wieder den Winkel ein. Anschließend wieder den Y- und den X-Wert. Die wir auch gleich nachmessen. Der Y-Wert liegt bei 0,7 wegen des Maßstabs. Ist also der Sinus von 60 Grad, von 160 Grad, etwa 0,35 und der Cosinuswert liegt bei minus 1,9. Der Cosinuswert von 160 Grad beträgt also ungefähr minus 0,95. Auch diese Werte lassen sich mit dem Taschenrechner bestätigen, wobei klar sein muss, dass die grafisch bestimmten Werte nie exakt mit den Werten übereinstimmen, die der Taschenrechner liefert.
Allgemein können wir nun feststellen, dass sich die Sinuswerte allgemein können wir nun feststellen, dass die Sinuswerte positiv sind, wenn der passende Winkel oberhalb der x-Achse ist, also zwischen 0 und 180 Grad, und die Sinuswerte sind negativ unterhalb der x-Achse, also zwischen 180 und 360 Grad. Bei den Kosinuswerten ist es so, dass sie rechts von der y-Achse positiv sind, also in diesem Bereich, und links von der y-Achse negativ. Das heißt, der Kosinuswert eines Winkels ist positiv, wenn der Winkel zwischen 0 und 90 Grad liegt, also hier, oder zwischen 270 und 360 Grad, also hier. Der Kosinuswert ist negativ, wenn der Winkel zwischen 90 Grad und 270 Grad liegt. Für Tangenswerte funktioniert das Verfahren ein wenig anders. Wir zeichnen hierfür einen neuen Einheitskreis. Wir beachten dabei wieder, dass der Maßstab 2 zu 1 ist und wir deshalb die mit dem Geodreieck abgelesenen Werte wieder halbieren müssen. Wir beginnen mit einem Beispiel, und zwar dem Tangens bei 30 Grad. Wir zeichnen also wieder einen 30 Grad Winkel. Wir zeichnen den Winkel aber über den Kreis hinaus, bis wir den x-Wert 1 erreichen. So. Von dort aus messen wir nun den y-Wert. Die Länge der Strecke liegt ziemlich genau zwischen 1,1 und 1,2, sodass wir für den Tangens von 30 Grad einen Wert von etwa 0,58 erhalten. Warum unterscheidet sich das Verfahren für den Tangens nun von dem für Sinus und Cosinus? Und warum wird der Winkel bis zum x-Wert 1 gezeichnet? Das liegt daran, dass der Tangens definiert ist als Gegenkathete zu Ankathete. Die Ankathete ist hier die x-Strecke und die Gegenkathete die Strecke entlang der y-Achse. Und wenn wir nun die Ankathete immer so wählen, dass sie 1 ist, dann ergibt sich der Tangenswert als Länge der Gegenkathete, die wir ganz einfach mit dem Geodreieck messen können. Deshalb zeichnen wir den Winkel also praktisch immer bis zum x-Wert 1 bzw. gegebenenfalls bis zum x-Wert minus 1, so wie im nächsten Beispiel. Als nächstes ermitteln wir den Tangenswert von 120 Grad.
Dazu zeichnen wir wieder den Winkel. Und zwar über den Kreis hinaus bis zum x-Wert minus 1 und messen von dort den senkrechten Wert. Dieser liegt knapp unter 3,5. Sodass wir als Tangenswert ungefähr 1,7 erhalten. Allerdings müssen wir auf das Vorzeichen achten. Zwar ist der Wert, den die lila Linie beschreibt, positiv, aber unsere Ankathete, die ist jetzt negativ. Positive Gegenkathete und negative Ankathete ergeben einen negativen Tangenswert, also minus 1,7 bei 120 Grad. Damit kommen wir zu folgendem Vorzeichenverhalten. Im ersten Quadranten ist die Ankathete und die Gegenkathete positiv, sodass sich positive Tangenswerte ergeben. Im zweiten Quadranten, also links oben, ist die Gegenkathete positiv, aber die Ankathete ist minus 1, sodass wir hier negative Werte erhalten. Links unten im dritten Quadranten sind sowohl Gegenkathete als auch Ankathete negativ, sodass sich wieder beim Teilen ein positives Vorzeichen ergibt und im vierten Quadranten schließlich wieder ein negatives Vorzeichen. Wir fassen zusammen. Die Tangenswerte sind positiv, wenn Phi zwischen 0 und 90 Grad liegt oder zwischen 180 und 270 Grad. Die Tangenswerte sind negativ, wenn Phi zwischen 90 und 180 Grad, also links oben, oder zwischen 270 und 360 Grad, also rechts unten liegt. Noch eine Bemerkung zum Schluss. Für 90 Grad funktioniert dieses Verfahren nicht, weil eine senkrechte Linie niemals den x-Wert 1 oder minus 1 erreicht. Deshalb haben wir hier den 90-Grad-Winkel herausgenommen und ebenso den 270-Grad-Winkel. Für 90 Grad und 270 Grad gibt es keinen Tangenswert. Das bestätigt uns auch der Taschenrechner.